Letztendlich ist da etwas sehr Kurioses mit der modernen westlichen Zivilisation. Ich beachte es als die wichtigste Sache von allen, was es ist. Es taucht auf als eine Zivilisation, die essentiell gottlos ist. Es taucht auf als eine Zivilisation, die sich dem Materialismus verschrieben hat. Es ist eine Zivilisation, die ständig die Religionen und religiösen Lebensweisen angreift. Und dies ist die Konsequenz für den Krieg gegen die Religion und die Stufe der Ablehnung von Religion in der heutigen Zeit. Die jetzige Realität ist, dass die moderne westliche Zivilisation heute als Konsequenz der Übereinstimmung der Menschen kommt. Eine kuriose Übereinstimmung. Reconciliation. Eine Übereinstimmung zwischen einigen Juden und einigen Christen. Und diese kuriose Übereinstimmung basiert auf zionistischen Prinzipien und Zielen. Ziele, die nicht mit der Tora oder der Bibel gerechtfertigt begründet werden können. Und das ist der Grund, warum wahrhafte Christen und Juden über der ganzen Welt diese zionistische Agenda bekämpfen. Und jetzt, merkwürdiger, mysteriöser und täuschenderweise, hat die moderne westliche Zivilisation erstmals und einmalig ein Bündnis über die Freundschaft zwischen Judentum und Christentum bezeugt. Also ist dies nicht wirklich eine gottlose Zivilisation. Es ist eine, ich meine, als ich ein Kind war, pflegte ich zu sagen, dass wenn ich ein Jude sein kann, auch ein Zionist sein kann. Dass man kein Jude sein muss, um Zionist zu sein. Um zu realisieren, auf was für eine Art von Messias sich diese Welt vorbereitet. Frag dich selbst, wurde diese globale Ordnung errichtet in Übereinstimmung mit den Lehren von Jesus? Was bringt dich als Christ dazu, mit Israel verbündet zu sein? Nun, ich war in einer Partnerwohnung, ich arbeitete dort zuletzt mit John und Diana für viele, viele Jahre zusammen, für viele verschiedene Projekte. Und wie groß ist deine Beseeltheit für die zweite Wiederkunft des Messias in Israel und die Unterstützung von Israels? Ehrlich, das ist es, wofür ich lebe. Wirklich, ich hoffe, es wäre morgen schon soweit. Und außergewöhnliche Dinge passieren in den Vereinigten Staaten, welche es verursachen, dass Millionen von Christen sich mit Israel vereinigen. Und sie gehen jedes Jahr nach Washington, um sich vom Senator des Kongress überzeugen zu lassen, dass sie Christen sind und dass sie aus seinem Stadtteil kommen. Und sie werden für ihn oder gegen ihn stimmen, auf der Grundlage seiner Unterstützung oder Mangel an Unterstützung für den Staat Israel. Deswegen ist es Zeit für Amerika, die Worte des Senator Joseph Lieberman wahrzunehmen und uns für einen militärischen Präventivschlag gegen unverständlich Iran zu entscheiden. Wie kann militärischer Präventivschlag in Verbindung zu den Lehren Jesus stehen? Denn in einem Zeitalter der furchtbaren Täuschung werden religiöse Oberhäupter von jeder Religion ein führendes Beispiel für die Heuchelei einnehmen. Während die weisen Stimmen der Gerechtigkeit und der Vernunft ignoriert und zum Schweigen gebracht werden. Ich habe tiefe Sympathien für die jüdischen Leute und ich denke, die Christen schulden diesen Leuten eine tiefe Entschuldigung für das unglaubliche Leid, das wir ihnen über die Jahrzehnte gebracht haben. Und das gilt ebenso für den Islam. Ich denke, was sie bis jetzt durchgemacht haben und nicht zuletzt in den späteren Jahren und dem Holocaust.
Ich denke da an viel, viel früheren Zeiten und die Welt hat niemals geholfen, so wie der Staat von Israel im Stillen schweigt. Es ist schon fast so wie ein überlebendes Mechanismus. Ich kann verstehen, warum die Menschen von der Welt zurückgewiesen wurden und so behandelt wurden, als ob sie es seien, die ihren eigenen Platz für sich selbst haben wollen. Die Juden im Zweiten Weltkrieg. Womit ich ein Problem habe, ist, wenn Christen die Bibel als Rechtfertigung nehmen für das, was in Israel passiert und sagen, dass es so prophezeit wurde. Denn als ich in Israel war, fand ich einen gewaltigen säkularen Staat vor mir. Wenn wir die sichtbare Weise betrachten, die Art und Weise, wie gegen die Palästina vorgegangen wird, dann müssen wir aus Vernunft sagen, dass das, was dort geschieht, auf Ungerechtigkeit, auf Unrechtmäßigkeit, auf Grausamkeit und Unmenschlichkeit beruht. Wenn man jetzt sagen will, dass dies eine in Erfüllung gegangene Prophezeiung sein soll, muss es auf Gerechtigkeit errichtet worden sein. Was machen wir daraus, wenn das das Ende der Geschichte sein soll? Ist es für mich schon merkwürdig genug, als das, was noch kommen wird? Moderne westliche Zivilisation hat nicht nur diese jüdisch-christliche Übereinstimmung und das Bündnis zwischen ihnen bezeugt. Nein, mehr als das. Dies ist eine Zivilisation, die eine Zwangsvorstellung, eine Besessenheit mit dem Heiligen Land hat. Und sie glauben ebenfalls, dass die Geschichte mit Ereignissen im Heiligen Land enden wird. So wie die Christen. Die moderne westliche Zivilisation hat eine starke Besessenheit, eine Zwangsvorstellung mit dem Heiligen Land. In vielen Fällen der vergangenen Geschichte, wie erklären wir uns zum Beispiel Großbritannien? 1917 und Großbritanniens Probleme in der Regierung, die Balfour-Deklaration. Dass die britische Regierung dabei helfen wird, den jüdisch-nationalen Staat Israel zu errichten. Im Heiligen Land. Der falsche Messias, der sich als den richtigen Messias darstellen wird, muss die Welt von Jerusalem aus vom Staat Israels regieren. Nur wenn du den Unterschied zwischen dem wahren und dem falschen Messias verstehst, nur dann wirst du in der Lage sein, die Ereignisse zu verstehen, die sich in diesem Zeitalter ausbreiten. Es ist die moderne westliche Zivilisation, die über die Rückkehr des jüdischen Volkes in das Heilige Land entschieden hat. Ohne die westliche Zivilisation hätten sie es nicht geschafft. Es ist die moderne westliche Zivilisation, die den Staat Israel errichtet hat. Europa hat es nicht errichtet, auch nicht orientalische Juden. Als Britannien für den israelischen Staat als Geburtshelfer agiert hat, damit Israel im Jahre 1948 geboren werden konnte. Ich glaube, es waren nur 11 Minuten später, als die Vereinigten Staaten Israel übernommen haben. Und solch eine Ungerechtigkeit kann nur geschehen, weil wir uns alle im Tiefschlaf befinden.
Die Welt wird nur Frieden erfahren, wenn Gerechtigkeit und Frieden im Heiligen Land etabliert worden ist.